Keine einfache Aufgabe für Lars Leuenberger und seine Mutzen. In Lausanne zu gewinnen war für den SCB noch nie einfach. Und die Löwen von Heinz Ehlers haben dem SCB vor 8 Tagen eine schmerzliche Heimniederlage zugefügt. Das Spiel zu Beginn ausgeglichen, nach diesem Foul von Marco Trutmann kommt der SCB nach 13 Minuten zu seiner ersten Überzahlsituation. Erik Blum, Plus, Abwehr Ue und Simon Moser. Wie knapp Moser den Führungstreffer vergibt, zeigt uns erst die Wiederholung. Lausannes Larry Leger mit der Nummer 7 wischt den auf der Linie liegenden Pöck unter Ues Handschuh. Kurz darauf bringt Alain Berger Thomas Derund zu Fall. Damit kommt der Lausanne HC zu seinem zweiten Powerplay. Topscorer Danielsson fehlt, verletzt, andere übernehmen. Hüttenen, dann Trutmann, Thomas Derungs und die große Parade von Yannick Schwendener im SCB-Tor. Keine Tore im ersten Drittel für Lars Leuenberger und sein Assistent Margot Bayer, war es die erwartete zähe Angelegenheit. Und nach der Pause wird es nicht besser. Im Gegenteil, Lausanne dominiert. Schwendener stoppt die Finnen Pesonen und Luivaara. Hinten in Schwierigkeiten, gegen vorne läuft äußerst wenig. Lars Leuenberger reagiert mit dem Timeout. Immerhin kommt dann Bern gegen Ende des Mittelabschnitts wieder zu besseren Möglichkeiten. Krüger, Uet und dann Roy, wieder nichts. Auch nach 40 Minuten haben die 6.400 Zuschauer in der Patinoire de Malais keine Tore gesehen. Gleiches Bild im dritten Drittel. Beide Teams neutralisieren sich. Dann verliert Bodenmann das Duell mit Bieville und Harry Pesonen vergibt 9 Minuten vor Schluss gegen Schwendener die Führung für Lausanne. Es geht in Richtung Verlängerung. Ein weiterer Versuch der Berner mit Bergenheim. Elbling, nochmals Bergenheim. Und die Scheibe ist drin. Doch noch, endlich die Erlösung. Nach 54 Minuten und 9 Sekunden überlistet der Finne schon Bergenheim Cristobal Ue mit dem Bube-Trickli. Der SCB geht in Führung. Lausanne wirft jetzt alles nach vorne. Leger, Hüttenen und Reichert lenkt beinahe ins eigene Tor ab. Bern kontert. Simon Bodenmann alleine gegen Cristobal Ue. Kein weiteres Tor, aber die Berner bringen den Minisieg über die Zeit. Lars Leuenberger gewinnt mit Ach und Krach sein zweites Spiel als Headcoach. Es gibt aber noch viel Steigerungspotenzial.